Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Witcher 3. Unter ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würde mich sehr freuen, zu der ihr Station scheiden solltet. Ja, das muss man halt, ne? Man muss entscheiden im Leben, genau wie sich Vivian entschieden hat, 7 Jahre weiterzuleben. Ich kann euch jetzt ein Angebot machen, Leute. Entweder ihr verwandelt euch in ein Vogelwesen oder ihr abonniert mich und könnt noch 7 Jahre leben als normale Menschen. So, das ist mein Angebot an euch. Also, ist doch ein gutes Angebot, oder? Das ist ein Angebot, das man nicht ablehnen kann. Laufplätze. So. Ach ja, aber das war eine Nebenquest, ne? Und das ist schon krass, Blood and Wine Nebenquests sind echt gut, ne? Wie man sieht. Es gibt noch so einige andere sehr geile Nebenquests. Also hier lohnt sich halt wirklich die Nebenquest zu spielen. Bei Hearts of Stone, ja gut. Da waren die Nebenquests halt nicht so grandios wie hier. Dafür finde ich in Hearts of Stone, finde ich die Hauptquest deutlich geiler als hier. Ich glaube, ich hab was gehört. Weil hier geht es halt tatsächlich dann um das Biest und das ist halt die Hauptquest. Und wir haben ja das Biest schon gesehen, das sind wir halt auf dem Weg, Dinge darüber herauszufinden und alte Freunde zu finden und zu treffen. Darf ich das Angebot auf meinen Pony übertragen? Ich glaube, ich hab's. Dein Pony abonniert mich. Dafür darf es 7 Jahre leben. Ja, 7 Jahre kommt, wenn es halt schon relativ alt ist, sind 7 Jahre noch ziemlich lang. Aus dem Weg! Wie lange lebt so ein Pferd? 20 Jahre? Keine Schlägereien. Ich habe keine Ahnung. Ich nehme an, das kann aber bestimmt noch länger leben, wenn man es sehr gut pflegt. Achtung! Nee, er bekommt die Flügel. Die Flügel, aha, ja. Wie weitläufig bekannt haben die Eigentümer von Coronata jahrelang Wein zum Schleuderpreis verkauft, was zum Bankrott vieler kleiner Weingüter geführt hat. Aber jetzt haben sie dem Fass endgültig den Boden ausgeschlagen. Sie haben unzählige Raupen nach Vermentino gebracht, die dort ihre Weinrebe auffressen. Das werdet ihr noch büßen, ihr Hurensöhne. Achtung, Monster. In der Nähe der Friedhöfe sind Bargästen gesichtet worden. Deshalb ist es ratsam, dass die Arbeiter in den Weinbergen vor Einbruch der Dämmerung nach Hause gehen. Am besten in Gruppen. Außerdem wird empfohlen, sich von Friedhöfen fernzuhalten. Das Nichtbefolgen dieser Sicherheitsmaßnahmen kann schlimme Folgen haben, wie beispielsweise mentale Traumata, schwerwiegende Verletzungen und sogar zerrissen und verschlungen zu werden. Eichenholz aus Beauclair zu verkaufen. Wer Eichenholz sucht und dafür keinerlei Formalitäten benötigt, den kann ich helfen. Fragt nach Felipe in der Riox Canis Sägemühle. Wein oder Pisse? Einer meiner Freunde hatte Wein vom Coronata Weingut getrunken. Danach hatte er einen Tag lang Bauchschmerzen und da brach sich wie ein Springbrunnen. Da stellt sich natürlich die Frage, sollte auf den Weinflaschen von Coronata Wein oder eher Gift, das sich langsam und qualvoll sterben lässt, stehen? Ein besorgter Freund. Frauen, behaltet eure Männer im Auge. Guter Ratschlag. Oben auf dem Luxfelsen wohnt eine Hexe und sie verdreht den Männern die Köpfe. Ich weiß nicht, was für Hexerei das Flittchen betreibt, aber seit mein Alter bei ihr war, erkenne ich ihn nicht wieder. Ich warne euch vor der Hexe vom Luxfelsen, eine besorgte Ehefrau. Gesucht, Meisterzauberer. Ich suche einen knallharten Mann, der sich beim Anblick von Zauberei nicht in die Hose macht und einer Hexe eine ordentliche Abreibung verpassen kann. Wenn es darauf ankommt, du findest mich beim Holzfällen in der Nähe von Fuchstal. Mein Name ist Jakob und ich fälle Holz. Alle Idioten, die sich für besondere Witzbolde halten, warne ich. Die Zeit der Witze ist vorbei. Jakob, Holzfäller von Fuchstal. Und wenn er schon 20 ist, wie alt wird denn so ein Pferd? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Dann wird es ja scheinbar offensichtlich älter als 20. Ich weiß ja, dass ein Hund... Also, je nach Hunderasse kannst du halt von 12 bis 15 Jahren bei Hunden ausgehen. 25. Ja, dann kann man ja, wenn es im Durchschnitt ist, dann... Wenn man das gut pflegt, dann kann das bestimmt auch was länger. Ja. Ich sage immer so ein Ding, ne? Also, man muss ja auch die richtige Balance vermutlich treffen zwischen Auslauf, also zwischen Reiten und Beschäftigung und aber eben auch nicht zu viel. Man darf das Pferd natürlich auch nicht überlasten. Weil sonst ist es wie bei Menschen, wenn du dir zu viel auflastest, dann wirst du auch nicht alt. Aber wenn du zu wenig machst, so wie ich zum Beispiel, dann wirst du auch nicht alt. Die Wache lässt uns wirklich schlafen. Übeltäter wird sich strafen. Kaiserliche Küche. Die Taverne zum Basilisk bietet eine Vielzahl nilfgaardischer Gerichte an. Probiert die köstlichen Hasenpaté, die berühmte Langustensuppe und in der Sonne des Kaiserrechts gereiftes Gemüse. Zu erschwinglichen Preisen. Lang lebe seine kaiserliche Majestät Emir van Emris.
Detwen Adan in Khan Ep Morwod. Notiz, ein junger, wohlhabender, gut aussehender, athletischer und suchtfreier Mann sucht die wahre Liebe. Stell dich eins mit in einem Weingut jeden Dienstag und jeden dritten Donnerstag. Achtung, Achtung vor dem Werwolf. Ein gefährlicher Werwolf wurde in der Nähe des Palastes gesichtet. Ich habe mit einigen Augenzeugen gesprochen, die ihn bei Nacht gesehen haben, doch die Herzogswache wollte nichts davon wissen. Seid auf der Hut, es könnte das Biest sein. Magdalena von Ich. Bewährtes Insektmittel. Fressen lästige Raupen eure Weinreben auf? Dann verschwendet euer Geld nicht für magischen Schutz und Rituale. Euer Problem lässt sich schnell mit Hilfe der berühmten trainierten Marder von Coronata lösen. Jetzt kaufen, ein paar für den Preis eines Männchens erhalten. Leine, Maulkorb und Gebräu gegen Tollwut sind kostenlos dabei. Achtung, Abwehrmittel gegen Marder ist nicht enthalten. Schweine. Alle, die irgendwie mit dem Coronata Weingut zu tun haben, sind Schweine und ich habe nur eine Nachricht für sie. Verpisst euch. Warnung, die Arbeiter auf dem Vermentino-Weingut treiben es mit ihren eigenen Müttern und einer sogar mit dem eigenen Vater. Oh mein Gott. Graf von sowieso zu sein. Graf von Gobberwarz und Lieberschleim vielleicht. So eine Quest, aber ich bin versucht, jetzt lieber nur Fragezeichen anzugehen. Wir haben gerade genug freigeschaltet, würde ich sagen. Wir haben ja einige Fragezeichen, die wir machen können. Wir müssen sie sowieso irgendwann machen. Das ist immer der Punkt, ne? Weil ich mache eh 100%. Also wir müssen sie sowieso früher oder später machen. Pass auf, wo du hintrittst, Armleuchter. Wir hatten jetzt die letzten zwei... Was war das denn gerade da? Wir hatten die letzten zwei Parts, hatten wir eine schöne Nebenquest. Und ja, würde ich jetzt sagen, machen wir wieder ein paar Fragezeichen. Dann machen wir wieder eine schöne Nebenquest. Dann machen wir wieder Fragezeichen. Und so weiter. Leere Weinflaschen, Essensreste. Was ist das denn? Können Fremde auch mitmachen oder nur Leute von hier? Verpiss dich, Rassenfresse! Hau endlich ab! Benehmt euch! Verpiss dich, Rassenfresse! Hau endlich ab! Benehmt euch! Das ist dann nicht gut! Meister Hexer! So eine Prügelei ist aber nicht erlaubt! Das Fest ist vorbei. Wir werden dich ordentlich vertrimmeln. Alter, wie stark ist der Typ? Boah. Puh. Dich hat mir der heilige Majoran geschickt. Jetzt repariere ich schnell meinen Wagen. Ich werde beim Bauplatz erwartet. Bis dann. Ja, die bauen da so eine schöne Statue. Dafür muss ich aber mehrere Architekten befreien. Ich glaube, hier werden bestimmt noch mehr sein. Nehme ich mal an. Schauen wir mal. Wir sollten aber trotzdem mal eine Runde meditieren. Vielleicht bis zum nächsten Morgen. Damit wir die ganze Zeit in der Nacht rumlaufen. Frauen und Fleisch.
frage mich gerade, ob das, was wir jetzt anhaben, sowieso besser ist als das, was wir vorher hatten, aber ich glaube nicht, oder? Doch. Meine Katzenrüstung ist schlechter als das, was ich jetzt habe. Ich habe gar kein Silberschwert ausgerüstet. Vielleicht nicht ganz so gut. Und auch nicht was eine Armbrust habe ich ausgerüstet. Könnte bei der Monsterjagd ein bisschen negativ sein, wenn ich kein Silberschwert habe. Also zum Glück bin ich ja noch drauf gekommen. Einfach großartig. Ich sollte mich umsehen. Verdammt, in Stücke gerissen. Tiefe Spuren, Blut, da wollte jemand nur noch weg. Verdammt. Hinter diesen Wurzeln. Kommt raus! Ich tue euch nichts! Danke, Meister Hexer. Möge Majoran über dich wachen. Ja, die Statue wird weiter aufgebaut. Das ist auch schön. Hier ist wahrscheinlich die nächste Gruppe, oder? Sehe ich schon kommen. Ah ne, versteckter Schatz ist hier auch noch. Dickes Tagebuch in gleichmäßiger Schrift beschrieben. Die letzten Seiten enthalten jedoch eine andere Handschrift, sind voller Kleckse und durchgestrichener Wörter. Ein geheimnisvoller Herr hat mich aufgesucht und mich gefragt, ob ich ihm die Fässer verkaufen würde, die wir für die neue Weinsorte anfertigen. Ich habe höflich abgelehnt, da ich weiß, wie viel der neue Wein Frau Mathilda bedeutet und wie viel vom Erfolg dieses Weins abhängt. Schließlich war die Lage auf dem Weingut in den letzten Tagen sehr angespannt. Dieser sehr geheimnisvolle Herr wies sich auch als extrem wohlhabend. Er suchte mich erneut mit einem sehr prallen Beutel auf. Verdammt, es wird ganz schön schwer sein, seine Wünsche abzulehnen, wenn er mich wieder vor so eine Herausforderung stellt. Heute habe ich vergessen, die Tore zum Lagerhaus der Fässer abzusperren. Ich schäme mich sehr, aber was sollte ich tun? Frau Mathilda ist am Boden zerstört. Ich fasse das Geld erst an, wenn sich die Sache beruhigt hat. Ich habe den Beutel voller nilfgradischer Florin im Sonnenblumenfeld versteckt. Solch ein Vermögen darf bei mir zu Hause nicht gefunden werden. Er hat mich erneut aufgesucht. Dieses Mal wollte er das Rezept für den neuen Wein haben. Ein wenig Ehre besitze ich aber. Fässer sind eine Sache, da kann ich neue anfertigen, aber das Rezept für den Wein. Ich sagte, eher würde ich sterben, und da hat er mich so seltsam angesehen. Mir lief es kalt den Rücken runter. Nachts sollte ich besser meine Türen verrammeln. Ja, jetzt bist du tot. Siehst du mal. Da bist du tot.
Hättest du das mal nicht gesagt. So. Wow, 96. Das war ja richtige Reichtümer, die ich da gerade bekommen habe. Ich weiß gar nicht, was ich damit zuerst kaufen soll, wenn ich ehrlich bin. Eieiei. Komm schon, Plötze. Plötze hat übrigens auch neue Klamotten bekommen. Ja, das ist auch ein ritterliches Outfit, mein lieber Plötze. Meine liebe Plötze. Passend zum Geralt. Aber warte mal, ich hatte sogar noch einen Sattel. Warte mal, ich hatte sogar noch einen. Wir können auch noch ein mehr Outfit bekommen hier. Moment. Ja. Schneller. Oh. Wir sind im Partnerlook. Was geht hier vor? Nee, Plötze ist stark. Plötze kann das. Ich hab dich rufen hören. Willst du was von mir? Und ob. Wir haben mächtigen Ärger. Die achtbeinige Sorte. Dann braucht ihr einen Besen, keinen Hexer. Du verstehst nicht. Die Biester sind riesig. Wie Hunde. Wie Schweine. Schwarz und haarig. Spinnen alles ein. Wir reden also nicht von Spinnen, sondern von Arachnomorphen. Nenn sie, wie du willst. Hauptsache, du machst sie nieder. Wir könnten in diesen Höhlen wunderbar Weinfässer lagern, wenn diese Viecher nicht wären. Das Wichtigste zuerst. Reden wir über meine Belohnung. Beinahe geschafft. Beinahe geschafft. Beinahe geschafft. Ich wusste, dass wir uns einig werden. Arachnomorphe sehen nicht wie Kaninchen aus, aber sie vermehren sich wie Kaninchen. Am besten packt man das Problem bei der Wurzel. Ich kümmere mich darum. Keine Arbeit. Jedenfalls keine Bezahlung. Mir zittern die Hände. Du machst Ärger aus nicht mal der Wurzel. Meine Güte. Ich werde wunderbar zurechtkommen. Ich muss darauf bestehen. Lass mich mal durch hier. Hallo? Du da. Ist vorbei. Du bezahlst keine Miete. Hier ist Geralt in Kassel. Raus hier. Ihr habt seit 3 Jahren keine Miete bezahlt. Mein Name ist Geralt von in Kassel. Die sind übrigens ganz schön stark, die Gegner. Bist du hässlich?
Dann sind noch mehr Spinnen. Natürlich. Oh mein Gott, ich bin schon so vergiftet und alles. Kann ich kurz meditieren? Oder respawnen die dann alle wieder? Nee. Was jetzt, du Stück Dreck? Okay. Scheinbar sind sie alle tot. Gut, gut, gut. Gibt es was Neues? Alles erledigt. Bin reingegangen und habe aufgeräumt. Den Göttern sei Dank. Und dir natürlich auch. Eigentlich nicht, um ehrlich zu sein. Ich wollte Alchemist werden, aber das genaue Abmessen ist nicht so meins. Und jetzt mache ich in Weinen. Das ist angenehmer. Man trinkt bei der Arbeit und keiner beschwert sich. Verstehe. Nüchtern kann die Welt bisweilen unerträglich sein. Oh, das stimmt heutzutage. Ich mache mich wieder auf den Weg. Bis dann. Wenn Alkohol mich nicht so kaputt machen würde und Alkohol allgemein nicht so eine kluge Idee wäre im Leben, wäre ich auch die ganze Zeit besoffen mittlerweile. Würde ich die Welt besser aushalten. Wir fangen jetzt im Februar, also das ist jetzt lange bevor dieses Spiel hier, dieser Party auf YouTube kommt, aber wir fangen ja dann Hogwarts Legacy an und ich bin ja auch gespannt, ob es da auch eine Diskussion zu geben wird. Dass man sowas ja nicht spielen darf, weil das ja ganz böse ist. Ich bin echt langsam müde von diesen ganzen Diskussionen, wenn ich ehrlich bin. Guck mal da, wilde Ponys! Wilde Ponys! Hat dir nur kurz Hallo gesagt. Alle, das ist diese Diskussion derzeit, ist es einfach noch. Ich möchte eigentlich am liebsten 24/7 besoffen sein. Diese Welt derzeit, ey. Verdammt. Es gibt keine anderen Probleme. Und es kommt wieder irgendjemand, irgendein kluger Neumal-Kluger. Und dann, weißt du, wenn man sowas erwähnt, da kommt Neumal-Kluger und redet irgendwas von Whataboutism. Das hat doch nichts mit Whataboutism zu tun, wenn du sagst, es gibt wichtigere Probleme als das. Das heißt, das Problem ist vielleicht nicht wichtig genug, dass man es vielleicht angehen sollte, sondern. Wir reden über ein Videospiel, das muss man sich mal überlegen. Man redet dabei über ein Videospiel, über mehr redet man da nicht. Und man redet über ein paar Tweets, die einem nicht gefallen. Scheinbar. Oh, ein Waldteufel. Weil, naja. Ich sehe halt nicht, dass eine bestimmte Person, ich will den Namen nicht nennen, weil ich ein bisschen Angst habe auf YouTube, da irgendwie. Das ist auch so ein Ding, ne? Ich habe mittlerweile Angst, bestimmte Dinge zu erwähnen. Naja, die Person, die Harry Potter geschrieben hat, die schreibt ja angeblich ganz, ganz schlimme Dinge auf Twitter. Dabei finde ich das gar nicht schlimm, was die Person da schreibt, aber gut, das ist eine ganz andere Sache. Und jeder Cent, den man dieser Person geben würde, würde in die Existenzabsprechung von bestimmten Menschen fallen und diese Person würde dann gegen diese Menschen arbeiten und keine Ahnung. Und das Leben dieser Menschen steht auf dem Spiel. Und wenn man Hogwarts Legacy kauft, dann kriegt die Person ja auch unter Umständen Geld und damit werden dann Menschen getötet oder so, irgendwie so. Und deswegen darf man Hogwarts Legacy nicht kaufen. Ich weiß auch nicht. Weil, ich sag mal, die Frau hat halt ihre Meinung und gut ist. Und ich weiß nicht, was das Problem ist. So, ich weiß nicht, wieso diese extrem toleranten Menschen so extrem intolerant sein können gegenüber anderen Meinungen. Irgendwie trifft die Toleranz nur immer dann zu, wenn es die eigene Meinung stützt. Und diese Person sagt ja nichts Schlimmes. Die sagt genau das, was ich zum Beispiel auch immer sage. Und deswegen habe ich auch immer ein bisschen Angst, das zu sagen, weil wenn man sich überlegt, was diese Person da alles erleben muss, deswegen. Weil ich einfach sage, Frauen sind halt Frauen. So, das,
So, und es gibt bestimmte Dinge, zum Beispiel Umkleidekabinen oder auch Frauenhäuser. Da würde ich schon gerne wollen, dass man das für Frauen dann auch lässt. Weil das schon Sinn macht. Bei Toiletten, schwierige Diskussion, ob Toiletten, aber ja doch schon auch, weil es gibt dazu Studien, dass Unisex-Toiletten, also bei Unisex-Toiletten sind die Übergriffe deutlich höher auf Frauen als bei geschlechtsgetrennten Toiletten. Ich berufe mich da lieber auf die Wissenschaft und schaue mir da die Studien an. Aber es ist ja immer, das ist auch so ein Ding heutzutage, die Wissenschaft, ne? Oh. Ich hab's jetzt auch mal gesagt, aber das Ding ist, die Wissenschaft, die hat nie die eindeutige Wahrheit. Also es gibt nicht die eine Antwort auf alles. Und kein Wissen ist wirklich 100% gesichert. Man nähert sich nur der Wahrheit an, mehr macht man in der Wissenschaft nicht. Es ist ein ständiges Annähern an die Wahrheit. Und Gender Studies sind meiner Meinung nach keine Wissenschaft. Es ist keine Naturwissenschaft. Es ist jetzt nicht. Also man kann vielleicht noch als Fach des nicht Sozialismus, sondern ach, wie heißt das nochmal? Sozialwissenschaften, genau. Als Unterkategorie von Sozialwissenschaften verstehen. Oh mein Gott, der Typ ist tot. Der hat einen schönen Wein dabei. Die meisten Seiten sind mit Liebesschwüren an eine Frau namens Charlotte beschrieben. Die Einträge sind chaotisch und undatiert. Charlotte Cotterin ist die Liebe meines Lebens. Ist sie nicht bei mir, brenne ich vor Sehnsucht. Ich ersticke an dieser Einsamkeit. Es ist die schlimmste aller denkbaren Martern. Wie kann ich ihr begreiflich machen, dass ich ihr Schicksal bin und nicht Albert? Unleserlicher Abschnitt. Ich habe eine Lösung gefunden. Die Hexe vom Luxfelsen. Sie wird mir helfen, meiner Herzensagonie ein Ende zu machen. Ich werde den Gürtel enger schnallen müssen, denn ich habe ihr ein Zauberelixier abgekauft. Sie sagt, wenn ich meinen Geliebten überzeugen kann, davon zu trinken, werde ich meine Probleme für immer vergessen können. Ich habe den Rest meines Besitzes verkauft und Juwelen erworben, die Charlotte gebe, wenn ich um sie anhalte. Götter, nicht mehr lange und sie wird meins sein. Mein sein. Ich mische das Elixier mit Wein, wie die Hexe mich geheißen hatte. Ich bereitete beim Kutterin-Anwesen ein kleines Picknick vor. Meine Angebetete war bereit, mit mir zu sprechen, doch wiewohl sie meinen verzauberten SS trank, weigerte sie sich noch immer, mich zu heiraten. Außerdem redete sie Unsinn von Weinreben, die erst aus den Juwelen wachsen müssten, ehe sie mich ehelichen würde. Sie geriet in seltsame Hysterie und begrub mein Geschenk mit bloßen Händen bei der Kapelle ihrer Familie. Vielleicht dauert es länger, bis das Elixier wirkt. Götter, verflucht sei diese grausame Hexe, sie hat mich betrogen, sie hat, unleserlicher Abschnitt, am nächsten Tag ging ich zum Kutterin-Anwesen, um Charlotte zu sehen, und irgendein Monster aus dem Wald hatte sich des gesamten Grundstücks bemächtigt, das ist also das Vergessen meiner Probleme für immer, von dem die Ausgeburt gesprochen hat, das Elixier hat meine Geliebte den Tod gebracht, doch der Tod soll uns nicht trennen, ich bin bereit zu sterben und mit ihr an der Seite in die Ewigkeit einzugehen, unleserlicher Abschnitt, ich werde hängen, wegen meiner Sünden, aus Liebe, für Charlotte. Das Ding ist einfach... Ich find's immer krass, weil wenn du sowas sagst, ich finde, das ist kein Hot-Take, das ist nicht mal irgendwie was Besonderes zu sagen, dass ich finde, dass Frauenhäuser für Frauen sein sollten und Frauen umkleiden für Frauen und Frauensport, dass da keine biologischen Männer dran teilnehmen sollten. Ich finde, das ist nicht so schlimm. Das Lustige ist, wenn man das aber sagt, wird einem entgegengebracht, dass man Menschen die Existenz absprechen würde. Nein? Ich hab sogar bei uns in der Gilde ist auch eine Transperson. Die Person spreche sogar mit ihrem, also ich spreche über diese Person in ihrem präferierten Pronomen. In persönlichen Dingen spreche ich überhaupt niemandem die Existenz ab. Mir geht's nur um die politische Einflussnahme. Es sind ja politische Forderungen, die da, oh mein Gott. Politische Forderungen, die ich halt einfach falsch finde. Weil sie halt zum Leidtragen anderer. Ne? Zum Leidtragen von Frauen halt dann. Gefordert werden. Weil ich kenne viele Frauen, die das nicht gut finden. Die wollen das nicht. So. Und ich muss auch einfach alle Interessengruppen ablegen. Ich kann doch nicht sagen, ich gucke nur auf die eine Gruppe. Uah, eklig. Dieses Blut, dieses... So, ich kann doch nicht nur eine Gruppe angucken, wenn ich jetzt meine Meinung ablege dazu. So, ich bin eh nicht betroffen davon, deswegen... Ich bin weder Frau, noch bin ich Tee, ich nenne es jetzt einfach mal Tee. So, ich bin überhaupt nicht davon betroffen. Das ist, könnte mich null tangieren. Und im Endeffekt tut es das auch. Wenn sich das ändern wird, dann ist es mir eigentlich relativ egal, weil ich habe davon... Mich trifft das nicht, überhaupt nicht. Mich beeinflusst das nicht, aber ich sehe halt viele Frauen, die damit ein Problem haben. Und ich sehe dann halt einfach Grund oder ja, Anlass dazu, mir darüber Gedanken zu machen, ob das wirklich der richtige Weg ist.
So, wir müssen aber noch die Quest markieren. Scheiße. Aber gut, dass wir nur eine haben. So, und wenn ich halt mal so Sachen sage, wie gesagt, ich hänge da jetzt nicht dran, ne? Im schlimmsten Fall, wenn dieses halt politisch alles anders entwickelt, dann ist das halt so. Daraus werden natürlich Konsequenzen folgen, das ist klar, ne? Das ist, und dann die Konsequenzen klein zu reden, ist natürlich dann, weiß nicht. Wenn es dann zu richtig krassen Problemen kommt, dann wird eben auch die meisten Leute anfangen, diese Probleme zu erkennen und so entsprechend Menschen zu behandeln oder in Schubladen zu stecken. Das wirst du nicht verhindern können dann. Das ist halt scheiße dann. Und ich versuchte halt einfach für mich, also wenn ich meine Meinung sage, einen Weg der Mitte zu finden. Irgendwas, wo man sich darauf einigen kann. Und ich finde es jetzt auch nicht so verkehrt, einfach eine dritte Toilette zum Beispiel zu machen. Beim Sport ist es halt echt schwierig. Da fällt mir kein mittlerer Weg ein, wenn ich ehrlich bin. Eine dritte Liga macht ja auch nicht wirklich Sinn oder eine dritte Kategorie. Aber du kannst halt auch nicht, biologische Männer mit biologischen Frauen gegeneinander antreten lassen. Das geht nicht. Und das sehen wir ja auch, dass das nicht geht. Weil die biologischen Männer die ganze Zeit die biologischen Frauen quasi übertrumpfen. So, wir sehen es ja. Also, und es gibt ja auch ja Wissenschaft dazu. Und Frauensport ist eine wichtige Sache. Vor allem auch, dass es eben getrennt nach biologischen Geschlechtern ist. Weil es nämlich ein Geschlechtsdimorphismus gibt. Frauen und Männer sind halt nicht gleich. So, eine Frau kann nicht einfach zum Mann und ein Mann nicht einfach zur Frau werden. Ich rede jetzt vom Biologischen, ne? Das ist halt nicht, das geht halt nicht so einfach. So, das Ding ist, was ich immer wieder sage, und das, weil man wird ja ganz schnell als Nazi betitelt oder ich würde Existenzen absprechen. Wenn es nach mir ginge und ich könnte mir alles auf dieser Welt wünschen, ja, da würde ich mir nichts mehr wünschen, als dass diese Menschen einfach ihren Körper wechseln könnten. Dass es einfach einen Zauberspruch gibt. Hokus pokus fidibus abracadabra und schwupps hat man sein Geschlecht gewechselt. Klar, wäre ich sofort dabei, aber es geht halt nicht. Oh. Es geht halt leider nicht. Scheiße ist die Kacknase schnell. Ja, vor allem kann ich nebenher über politische Themen reden, während ich hier Banditen schlachte. Und ich will auch nicht so viel über politische Themen reden, aber es fiel mir einfach gerade ein wegen Hogwarts Legacy. Ich hoffe, dass es mir erspart bleibt. Es gibt nämlich Leute, die dann auf Twitter schreiben, dass sie zu Streamern gehen wollen, die das streamen und dann den Chat quasi belagern wollen und so Sachen. Dass Leute sagen, wenn ich sehe, dass irgendjemand das spielt oder sowas, dann weiß ich ja, wen ich blockieren muss und sowas. Ich so, wow, was geht, Alter? Wir reden hier von einem Videospiel. Und selbst wenn du jetzt die ganzen Sachen, die ich gerade gesagt habe, nicht dazu stimmst, ja, aber bei Hogwarts Legacy, wir reden über ein fucking Videospiel. Carlo, ich schicke dir eine weitere Gruppe von Landeiern, die große Träume vom Banditenleben haben. Bilde sie so sorgfältig aus, wie du es nur kannst und schicke mir die härtesten. Die anderen ertrinkst du im Teich. Lot. Das Ding ist auch einfach, das, was ich gerade gesagt habe, ist das, was diese JK halt sagt, ne? Dass biologische Frauen sind und es bestimmte Probleme gibt, die halt nur biologische Frauen betreffen. Übrigens gibt es auch Probleme, die nur biologische Männer betreffen. Davon wollen wir mal. Da wollen wir nicht verschweigen. Wir sind angekettete Hunde in Jute. Wir müssen den Reichen in die Anwesen starren und von Neid verrotten. Für ein paar jämmerliche Kronen müssen wir uns in ihren Feldern abrackern. Wir haben nicht mal einen großen Krieg oder eine Tragödie. Unseren großen Krieg kämpfen wir gegen uns selbst. Unsere Tragödie besteht in unserer bloßen Existenz. Unsere Ältesten haben uns im Glauben erzogen, dass wir unsere schwere Bürde eines Tages abwerfen würden. Aber das wird nie geschehen. Das wird uns allmählich klar. Und es lässt uns vor Wut kochen. Lots Hanse gibt es. Gibt denen, die mitmachen, wenigstens etwas zurück. Sie zeigt ihnen, dass die Hanse ohne Schmerzen und Opfer nichts erreichen könnte. Dass sie als Mitglieder bekommen können, was sie sich immer gewünscht haben. Aber um es zu erlangen, müssen sie bereit sein, auf Leben und Tod zu kämpfen. Wenn man das erste Mal herkommt, muss man kämpfen. Wie gesagt, man kann ja auch sagen, so, Potato, ich finde das nicht richtig, was du sagst. Ich finde das nicht in Ordnung. Das ist okay, ne? Das kann man sagen. So, das ist eine Meinungsverschiedenheit. So, wir haben eine verschiedene Meinung. Kann man darüber reden. Man kann sich vielleicht am Ende einig sein, nicht einig zu werden. Aber diese JK sagt eben quasi ähnliche Dinge, ne? Dass eine biologische Frau halt eine biologische Frau ist und bestimmten Dingen quasi bestimmte Nachteile hat gegenüber zum Beispiel Männern oder besonderen Schutz bedürft, zum Beispiel bei Toiletten und bei öffentlichen Einrichtungen und was bist du denn, Troll? Leben, Leben,
Der redet aber. Ich bin überlegt, ob ich nicht vielleicht Axi verwende. Nein. Er möchte nicht friedlich sein. Er ist auch tollwütig. Komm schon. Ich weiß auch noch nicht, was ich davon halten soll. Ich habe nichts gegen Trans oder sonstige, habe zwei Leute im Freundeskreis, aber naja. In manchen Situationen, ich weiß ja nicht. Ja, das Lustige ist ja, die meisten Leute, die man so, die, also zumindest alle, die ich bisher persönlich kennenlernen konnte, sind nicht so drauf, dass die so vehement darauf sind, dass die in Frauenhäuser wollen oder in Frauengefängnisse oder in Frauensport. Also die verstehen das. Die verstehen das, was ich gerade gesagt habe, dass es noch Unterschiede gibt. Das sind Leute, die sind nicht komplett, weiß ich nicht, weil die wissen selbst, dass sie halt nicht als Frau geboren wurden zum Beispiel. Das wissen die schon. Und dass es dann Unterschiede immer noch gibt und dass man die Unterschiede nie komplett überwinden werden kann. So, das wissen die, die ich kenne. Also, so, diese Unterschiede kannst du nicht wegratifizieren. Du kannst ja nicht einfach sagen, weil du dich jetzt sozial damit als Frau siehst, bist du jetzt überall, wo Frauen sind, halt quasi genau auf dem gleichen Stand körperlich. Notizen in Blut auf einem Stofffetzen verfasst. Auf diesen Fetzen meines Gewands schreibe ich mit meinem Blut und dem Knochensplitter eines unbekannten Wesens eine Zusammenfassung meiner traurigen Geschichte auf, da ich gewiss bald tot bin. Vielleicht findet einst ein Bade den Fetzen und verfasst eine Ballade daraus, die noch den Hartherzigsten zu Tränen rühren wird. Vor einiger Zeit sah ich, dass ein Monster sich in der Nähe meines Anwesens herumtrieb. Es stellte sich als Trollin heraus, die von den Gorgo-Ausläufern herabgestiegen war. Ich kratzte also einige Kronen zusammen und ging zum Kämmerer, damit er einen Ritter beauftragt, das Monster zu töten. Doch auf dieser Reise sprang ich besagte Trollin aus den Büschen an, kniete bei meinem Pferd nieder und gestand mir in dieser verquasten Trollsprache, dass sie mich als ihr Liebsten erkoren habe. Da es von schlechten Manieren zeugt, unhöflich zu Damen zu sein, monströs hin oder her, wies ich sie freundlich ab und wollte weiterziehen. Da warf sie kurzerhand einen Sack über mich, klemmte mich unter den Arm und trug mich hierher auf diese Lichtung. Sie sperrte mich in einen Käfig und glotzte mich stundenlang an, so dass es mir eiskalt den Rücken runterlief. Jetzt verhungere ich allmählich, weil sie mir zwar klares Wasser zu trinken gibt, aber mir als Nahrung nur die ekelhafte Suppe anbietet, die sie den ganzen Tag lang kocht und die so furchtbar nach Aas mit Zwiebeln stinkt. Lieber sterbe ich, als dass sie mir diese Brühe über die Lippen kommt. Und dann habe ich teilweise auch Argumente gehört, das fand ich so unglaublich lustig. Es gibt ja bei Harry Potter diese Treppen, ne? Und die verhindern ja, dass die Jungs in die Räume von den Mädchen kommen können. Und das sei transphob, weil die Treppe ja bewertet, ob jemand ein Junge oder ein Mädchen ist. Und das ist der Beweis, dass Harry Potter das Buch transphob ist. Ja. Okay. Da denke ich mir auch nur so, okay. Gut, Junge. Okay. Meinetwegen. Die transphobe Treppe. Daran wird die Welt zugrunde gehen, Leute. Es ist nicht der Hunger in Afrika. Nein, nein. Es sind auch nicht die Sklavenarbeiter in Indien, in anderen Ländern und sowas. Es ist auch nicht der Ukraine-Krieg, an dem die Welt zugrunde gehen wird. Russland, Atomkrieg, Es ist die transphobe Treppe in Harry Potter. In dem fucking Fantasy-Buch. Daran wird die Welt zugrunde gehen. Das ist es. Das ist das allerwichtigste Problem auf diesem Planeten. Dass es überhaupt ein Problem sein soll, verstehe ich schon gar nicht, aber okay. Aber es ist scheinbar das wichtigste Problem aller Zeiten. Und wer sagt denn, dass die Treppe nach den Geschlechtsorganen guckt? Und nicht nach dem, was wirklich die Genderseele ist. Das steht da ja nicht. Das ist ja auch so ein Konzept, was ich lustig finde. Dieses Genderseele. Es gibt keine Seele, Leute. Ich weiß, ihr könnt das glauben. Das ist auch okay, wenn ihr das glauben wollt. Aber es gibt keinen einzigen wissenschaftlichen Beleg für irgendwas wie eine Seele. Deswegen finde ich das sehr lustig, dass man da jetzt mit Genderseelen kommt. Das ist für mich halt einfach nur Esoterik. Das ist Aberglaube. Aber man tut dann so, als wäre Genderseele ein wissenschaftliches Konzept. Und das sei das wissenschaftlich belegt. Ja, genau, die Genderseele ist wissenschaftlich belegt. Ey, ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, unter Genderdysphorie zu leiden. Ich kann mir das nicht vorstellen. Und ich glaube, das ist echt grauenvoll. Nicht mal nur Genderdysphorie, allgemein Dysphorie. Stelle ich mir grausam vor.
Also wenn du irgendwas an deinem Körper hast, was du so extrem abneigst, dass du nicht das Gefühl hast, dass es Teil deines eigenen Körpers ist. Und das ist ja eben der Punkt, ne? Du lehnst das so sehr ab, innerlich, dass du damit nicht klarkommen kannst. Es gibt keinen Weg, wie du damit klarkommen kannst. So, ist natürlich jetzt die Frage, ob man nicht versuchen sollte, Methoden oder Therapien zu finden, mit denen man diese Menschen wieder mehr mit ihrem Körper in Einklang bringen kann. Aber geschenkt, meinetwegen machen wir das halt nicht, aber... Also ich leide, ich kann mir das Leid ungefähr vorstellen, aber ich würde das nicht haben wollen selber. So, ich habe das schon mit Leid. Und ich würde diesen Menschen noch niemals ihre Existenz absprechen. Existenz absprechen ist die Sprache der Vernichtung. Das ist so, wie die Nazis damals gesagt haben, oder waren es die Nazis? Die Nazis haben auch irgendwelchen Leuten... Ach genau. Dass es kein jüdisches Volk gibt und sowas. Das war ja das, was Nazis so gesagt haben. Es gibt kein jüdisches Volk. Das ist halt die Sprache der Vernichtung, ne? Wenn es etwas wie das Volk, das jüdische Volk nicht gibt, dann ist das die Sprache der Vernichtung. Dann stehst du da und sprichst in die Existenz ab. Was ich halt lustig finde, ist halt, dass wir halt heute Politiker in Ämtern haben, in hohen Ämtern, die sagen, es gibt kein deutsches Volk. I beg to differ. Ich glaube doch, es gibt ein deutsches Volk. Ein deutsches Volk ist nicht unbedingt nur weiß, ne? Also davon ab. Also ein deutsches Volk ist jeder, der hier in Deutschland lebt und sich als Deutscher sieht. Das ist das deutsche Volk. So, wir wählen ja auch unsere Politiker, damit sie diesem Volk dienen. So. Eher ein Problem ist, glaube ich, was Integration angeht, ist eher ein Problem, dass viele Leute halt in diesem Land sind und sich nicht als Deutsche sehen. Das ist ein Problem. Die wollen gar nicht Teil von Deutschland sein. Es ist noch nicht zu spät, sich zu erheben. Die wollen halt hier nur leben, aber die wollen halt nicht Teil von Deutschland sein. Das ist ein Problem auf lange Sicht. Wenn das zu viele Leute sind, dann gibt es wirklich einfach kein deutsches Volk mehr. Das stimmt. Weil wenn sich keiner mehr mit Deutschland identifiziert und sagt, ich bin Deutscher, und man kann ja auch stolz drauf sein, meiner Meinung nach. Warum denn nicht? Ich bin jetzt persönlich nicht so sonderlich stolz darauf, deutsch zu sein. Es gibt andere Dinge, auf die ich stolz bin. Ich finde das jetzt nicht verkehrt, ich finde das nicht schlimm. Aber ich finde es halt schon schlimm, wenn wir Politiker haben, die sagen, es gibt kein deutsches Volk, und einem Volk ihre Existenz abzusprechen, aber das ist nämlich Existenz absprechen, ist die Sprache der Vernichtung. Du bist doch der berühmte Hexer, nicht wahr? Ja. Genau. Ich breche sofort zur Arbeit an der Statue auf. Man braucht mich dort dringend. Jetzt habe ich mich wieder in Teufelsküche geredet hier, ne? Wie gesagt, wenn irgendwas irgendjemand triggert oder sowas, vielleicht habe ich es gar nicht so hart gemeint, wie ihr das vielleicht aufgenommen habt. Und im Endeffekt, am Ende des Tages wünsche ich mir, dass alle Menschen glücklich sind. Das ist so, das ist das, was ich mir am meisten wünsche. Aber manchmal muss man halt abwägen. Ne? Manchmal gibt es halt verschiedene Interessengruppen, da muss man abwägen. Man kann es nicht allen zu 100% recht machen. Das ist ein Problem, das werden wir niemals lösen. So, wir werden das niemals lösen, das Problem. Es wird immer gegensätzliche Bedürfnisse geben, die nicht miteinander vereinbar sind. Das kann man manchmal lösen, indem zum Beispiel, wenn du jetzt einen Veganer in der Familie hast, dann kannst du das lösen, indem du zum Beispiel Alternativen anbietest. Du machst ein Gericht, was ohne Fleisch funktioniert, und da hast du noch Fleisch dazu für die Leute, die Fleisch essen. Fahrende Ritter ist fast tot. War Glück gehabt. Ich danke dir noch einmal, dass du mich gerettet hast. Es gibt so Probleme, da kann man Lösungen dazwischen finden und irgendwie... Ja, mein Freund. Wobei das auch wieder nicht für alle gut ist, weil manchmal willst du ja auch, dass das Fleisch in dem Essen kocht, ne? Weil das ja dann auch einen gewissen Geschmack gibt, zum Beispiel in der Suppe oder sowas. Da möchtest du auch, dass die Wurst oder das Fleisch, was du reinpackst, dass das da drin auch kocht, damit das Geschmack abgibt an die Suppe. Das kannst du dann ja nicht machen. Dann kannst du eine Suppe machen ohne das Fleisch, und dann kannst du das Fleisch dazu reichen quasi. Ist, ne?
ist jetzt nicht für jeden der optimale Kompromiss, sage ich mal. Ne? Es ist jetzt kein perfektes veganes Gericht, es ist einfach nur ein normales Gericht ohne Fleisch, was oft ja auch ein veganes Gericht ist. Oder vegetarisch. Und für die anderen ist halt dann kein Fleisch drin gekocht gewesen in der Suppe zum Beispiel oder in einem Topf. Und ja, aber das ist halt so, wie man Kompromisse versucht zu finden. Und bei manchen Dingen ist das Problem, da gibt es keine Möglichkeit eines wirklichen Kompromisses in dieser Hinsicht, ne? Dass beide Seiten zumindest recht zufrieden sind, sondern da wird eine Seite leiden müssen. Aber das Problem daran ist, wenn eine Seite leiden muss, das wird auf lange Sicht nicht gut gehen. Bin ich ganz ehrlich. Das wird nicht funktionieren können. Das ist ein System, was nicht funktioniert. Wenn eine Seite am Ende nicht glücklich ist und nichts bekommt, ihr nicht zugesprochen wird, nehmen wir das Beispiel mit dem Veganer. Wenn es einfach, es gibt keine fleischlosen Gerichte in der Familie. Ende. Muss das Fleisch selber rauspicken. Das ist eine absolut unzufriedenstellende Lösung, glaube ich. So, das wird halt auch den Zwist dann bringen, ne? Also, das Kind, was dann zum Beispiel vegetarisch leben möchte oder so, das wird Probleme mit seiner Familie haben und seinen Eltern. Weil es sich nicht ernst genommen fühlt. Und die Analogie ist natürlich sehr easy und sehr, 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 wie soll man sagen, eine sehr seichte Analogie jetzt, ne? Aber das kannst du auch auf große Probleme umwälzen. Nur ist es dann halt ganze Gruppen von Leuten. Stell dir es einfach mal größer vor. Es gibt dann einfach ein politisches Verbot, fleischlose Gerichte zu essen. Einfach politisch. Ist verboten. Du darfst nichts ohne Fleisch essen. Das wäre ziemlich scheiße, oder? Oder andersrum. Es gibt gar kein Fleisch mehr, wird politisch verboten. Das ist halt wieder so eine Entweder-Oder-Situation und eine Seite wird dann einfach nicht zufrieden sein damit. Und das kann zu echt großen Problemen führen, ne? Davon ab. Also. Gut, bei Fleisch glaube ich jetzt nicht, dass ich darin jetzt irgendwie entscheiden würde, ob Hansebasis. Oh, ein bisschen einfach Szene bewaffnet sind. Ja, aber da kann ich ja nicht rein. Ich komme hier unmöglich rein. Ah, vielleicht hier vorne irgendwo. Also ich glaube nicht, dass die Fleischesser oder die Veganer dann einen Staatsstreich machen würden. Deswegen. Die würden vielleicht dann auch eher das Land verlassen oder so, keine Ahnung. Oh mein Gott, ich glaube, wir können hier runterspringen. Gemeinsam! Ich dudel dich mit deinem eigenen Dödel durch. Was? Ich dudel dich mit deinem eigenen Dödel durch? Was ist das denn? Ich dudel oder ich nudel dich? Ich glaube, er hat gesagt, ich nudel dich, oder? Ich nudel dich mit deinem eigenen Dödel durch. Aber das sind Sachen, die Leute da sagen hier im Spiel. Das ist schon echt. Viel zu lang, aber egal, wir machen jetzt hier noch durch. Ich Satansbraten. Das war jetzt bei Gronkh ja auch Thema, habe ich jetzt gesehen. Es gibt ja auch Leute, die wollen es Gronkh canceln, weil er Hogwarts Legacy spielen wird. Obwohl der seit schon quasi zum Kreuze gekrochen ist und gesagt hat, alle Einnahmen, die er währenddessen macht, spendet er an einer LGBTQ-gemeinnützigen Gesellschaft und so. Aber selbst das reicht halt nicht. Würde ich sowieso nicht machen, wenn ich ehrlich bin. Also ich würde das lieber an was anderes spenden. Es gibt einfach viel bessere Projekte und viel wichtigere Projekte auf der Welt. Wenn ich ehrlich bin.
Aber was ist denn mit den hungernden Kindern in Afrika, die unter Geschlechtsdysphorie leiden? Ich glaube, denen geht's noch schlimmer. Hast du heute rote Kadaver aufgelegt? Die können sich sowas gar nicht leisten, sich darüber Gedanken zu machen. Aber das bin halt einfach ich, weil ich gehe immer systematisch vor. Ihr wisst das ja auch von meinen Spielen, ne? Ich gehe immer erstmal die dringlichsten Dinge an. Ne? Wie zum Beispiel Hauptstory. Ich mache ja hier gerade nur Hauptstory. Nein, aber ich arbeite immer sehr stringent hier alles ab. Das ist halt wirklich... So arbeite ich auch als Informatiker. Ich arbeite erstmal die größten Baustellen ab und dann gehe ich zu den kleinen Baustellen. Und die größte Baustelle auf der Welt ist, glaube ich, derzeit vor allem Hunger. Hunger ist echt noch ein großes Problem und Krieg. Warum zum Teufel bist du hergekommen? Und jetzt am Gesicht! Komm mal her, mein Freund. Gegen uns hast du keine Chance. Gegen uns, du bist allein. Es ist noch nicht zu spät, sich zu ergeben. Ich frage mich, ob das hier geht. Nee. Keine Chance. Kann man die irgendwie entwaffnen in dem Spiel mit dem Schild? So geht's auch. Aber ich weiß natürlich auch, dass... dass wir mehr als ein Problem angehen können, ne? Keine Sorge, ihr braucht mir das jetzt nicht erklären, dass man mehr als ein Problem angehen kann. Die meisten Einträge sind unleserlich, einige Seiten sind mit Tinten und Fettflecken bedeckt. Tag 143, wir werden immer beliebter. In jüngster Zeit strömen sie in Scharen herbei, um unsere Hanse beizutreten. Aber wenn ich was spenden würde, meine ich halt, würde ich das an die dringendsten Probleme spenden. Ich musste sogar schon einige wegschicken. Leider sind die meisten hohlköpfige Taugenichtse. Wenn man die eine Karawane überfallen ließe, würden sich... sogar die Pferde vor Lachen einbissen. Darum habe ich die Ausbildung der neuen Rekruten Carlo übertragen. Er hat südlich des Luxfelsens, bei dem die Hexe lebt, ein Lager aufgeschlagen. Ich verabscheue diese alten Weiber wie Pesthauch und würde ihr gerne einen Scheiterhaufen bereiten. Aber nach dem, was auf dem Kutterin-Anwesen geschehen ist, ich verwette meinen Kronjuwelen darauf, dass das ihr Werk war. Also lässt man sie am besten in Ruhe. Tag 167. Es ist entschieden. In zwei Tagen wird alle Welt nur noch vom Ritt meiner Bande durch Fuchstal reden. Meine Jungs brauchen etwas Kurzweil. In Fuchstal gibt es viele Männer auszuweiden und viele Frauen zu vergewaltigen. Das wird ein Spaß. Sowas zum Beispiel ist ein richtiges Problem. Es geht das Gerücht, dass in dieser Gegend Tontöpfe aus dem Boden wachsen. Wenn das stimmt, stelle ich ein paar dieser Bauern zusammen, damit sie die Töpfe ausgraben und wie ein Geschäft aufmachen können. Heutzutage muss man als Unternehmen flexibel sein. Also satteln wir um. Statt Kaufleute und Ritter zu metzeln, verkaufen wir Teetassen. Tag 182. Ich dachte schon, mein Geist versucht sich durch mein Hintern zu verdrücken. So übel haben unsere Küchenleute das Essen versaut. Als wir danach von Rittern angegriffen wurden, war keiner unter uns mehr stark genug, ein Schwert zu halten. Wir müssen dringend einen richtigen Koch besorgen. Gefährlicher als ein Idiot mit Schwert ist nur ein Idiot am Kochtopf. Vielleicht ist ein kurzer Überfall auf die Taverne zum Basilisk-Lösung. Wie herrlich wären ein paar Meeresfrüchte nach dem ewigen Eintopf. Aber bisher habe ich noch nicht das Problem, dass ich durch das, was ich so sage, Probleme bekomme. Aber wenn ich jemals größer werde und jemand diesen Part hier findet, dann wird mir das sowieso negativ ausgelegt. Selbst wenn ich immer wieder sage, dass ich immer bereit bin für Diskussionen und so und dass meine Meinung sich vielleicht auch irgendwann geändert haben könnte in 5 Jahren oder so, wird mir das immer negativ ausgelegt werden. Das obwohl ich niemals seine Existenz abgesprochen habe. Nichts lege mir ferner. Wirklich nie. Ach ja. Aber so ist die Welt halt heutzutage. Und das ist ja eben der Grund, so kam ich drauf, ne? Warum ich den ganzen Tag eigentlich am liebsten besoffen wäre. Ich trinke sehr selten mittlerweile. Ich habe jetzt über Weihnachten, Neujahr hatte ich ein bisschen was getrunken, aber seitdem habe ich auch schon wieder nichts mehr getrunken. Klingt das ein bisschen blöd, weil ich gerade erst mal 1. Februar habe. 4 Wochen nicht getrunken. Hm.
Ja, haben wir das Gebiet befreit, wa? Ein schönes Ende von dem Part, der schon fast eine Stunde lang ist, weil ich einfach nicht aufhören kann. Aber jetzt habe ich einen Kreis gefunden. Das ist übrigens auch was ich gerne mache. Ich rede gerne stundenlang, um dann wieder zurückzukommen an den Anfang und das abzuschließen, weil ich schweife gerne mal aus. Es gibt auch andere Probleme, warum ich gerne ganz schön besoffen wäre. Aber gut. Das liegt aber auch daran, dass mich das alles fertig macht mit der Ukraine. Und die permanente Angst, dass das doch zu einem dritten Weltkrieg wird und alles. Noch ist die Angst natürlich nicht akut, aber also es wirkt auf mich so, als würde das immer weiter eskalieren. Jetzt mit Panzerlieferung, dies, das, ne? Also. Das ist halt schon scheiße. Kann man nicht anders sagen. Ist schon scheiße. Aber gut. Es gibt so viele Probleme auf dieser Welt. Und keins davon werde ich jemals lösen können. Balastro, du und deine verschissenen Helfer verdienen 1000 harte Peitschenhiebe auf die blanken Ärsche für das, was ihr gestern Abend verzapft habt. Ich habe dir befohlen, genießbares Essen für unsere Bande zu kochen. Von dem, was ihr da angerührt habt, kam es sogar am Maurer vorn und hinten raus, obwohl der sonst auch Essig und saure Ziegenmilch abkann. Was habt ihr da reingetan? Hundescheiße? Wenn irgendeiner von euch den Töpfen nochmal zu nahe kommt, schlage ich ihm persönlich den Kopf ab. Morgen will ich euch verdammte Küchenmannschaft am Fluss sehen. Ihr werdet die vollgeschissenen Hosen der Hanse waschen, bis euch die Hände bluten. Not. Ja, entspannt sieht ja nicht so aus, als würde sich das entspannen, wenn wir jetzt Amerika und wir da jetzt Kampfpanzer hinliefern. Sieht nicht so aus, als würde sich da irgendwas entspannen derzeit. Leider. Mir tut es halt für die Leute vor allem leid, die da leben, ne? Das ist schon echt. Ui. Vor allem die leiden halt darunter. Unter diesem Krieg. Weil die Russen machen ja auch nicht Halt vor Zivilopfern, also. Ach ja. Tja, was soll man machen? Aber wir haben einige Fragezeichen abgearbeitet. Das ist doch schön, das ist eine schöne Nachricht. So, wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif. Macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.